Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch besser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. So, Freunde, wir schalten mal jetzt ein bei Khan. Der sagt, das sind seine letzten Worte an beide. Ja, nee, das sind ja an beide, ist ja wahrscheinlich seine Ex-Freundinnen gerichtet. Wir schnuppern da mal rein, das Video geht ein bisschen länger. So, wir schalten ein erstmal bei Khan erstmal. Ja, komm. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oder eher gesagt zum letzten Video in diesem Jahre, 2023, ja. Was ein Jahr mit echt vielen Höhen und Tiefen, die wir zusammen erlebt haben, ja. Angefangen mit meinen YouTube-Accounts wurden gehackt. Ich habe geheiratet, habe mich scheiden lassen. Auf mein Kind nicht sehen, knappes Jahr. Und. Mir wurden Sachen vorgeworfen. Kam wäre dies, kam wäre. Ja, willkommen im Club. Das, Leute haben es geglaubt. Über mich wurde geredet. Sünden wurden preisgegeben und. War auf jeden Fall ein hartes Jahr. Und ich denke mir, wobei wir so viel Mist im Internet ausgetragen haben, habt ihr auch auf jeden Fall Anrecht darauf, dass ich euch, auf dem aktuellen Stand halte. Wir hatten jetzt einen Gerichtstermin, den ersten Prozess. Wie ist abgelaufen? Wer hat gewonnen? Was ist passiert? Okay. Was wurde mir vorgeworfen? Krass. Also Khan hat schon eine Gerichtsverhandlung gehabt, wohl wegen den ganzen Sachen. Und der hat jetzt wohl ein Ergebnis und da bin ich auch gespannt. Geil. Ganz kurz, Bruder, ich bin ein bisschen verwirrt. War das nicht eine Frau? Ich küsse dein Herz. Im Islam sind 4 Frauen erlaubt. Hat sich mit 4 Frauen gestritten? Nein. Also Zusammenfassung. Khan hat eine Perle. Ja. Der hat Filme gemacht. Okay. Also, er hat geheiratet und diese Frau hat richtig Faxen auf den gemacht. Das habe ich mitbekommen. Das wusste ich. Haben den abgezogen. 20 Mille hier, 20 Mille da. Ja. Der Vater von ihr richtig so Mafia-Boss. Auto verkauft, gesagt, kauf neue Auto. Ja, diese Filme. Okay. Ja, das Übliche. Das Übliche. Sie hat den Sachen vorgeworfen, dass er kein guter Mann ist und bla und blub. Also sehr viele Lügen über Khan verbreitet. Dann im Zuge dessen kam eine andere Freundin. Noch eine? Genau. Hier auch Filme, bla bla. Und die hat auch richtig Lügen verbreitet und hat versucht, dann so eine Fake-Seite, irgendwie so Insta-Fakes, keine Ahnung, den auch schlecht zu machen. Okay. Und dann wurde geleakt, dass er eine Tochter hat und all diese Filme, dass er sich nicht um sein Kind kümmern möchte und all diese Filme. Hat er natürlich alles widerlegt und auch gezeigt, Kontoauszüge hier, Unterhalt zahle ich, alles Lüge, hat Verläufe. Also er hat wirklich alles, so gut es geht, gezeigt. Okay. Und wahrscheinlich ist er dann jetzt vor Gericht gegangen, weil er das Sorgerecht für das Kind haben möchte. Ja. Weil er wollte gerne natürlich will er das Kind bei sich haben und das glaube ich Khan auch, dass er das gerne will und es scheint auch so ein korrekter Kerl zu sein, so was das angeht. Und jetzt hat er wohl ein Ergebnis vom Gericht und so und wir gucken, was das Ergebnis und so weiter ist. So, Freunde, wir schalten rein. Meine... Hast du auch gelesen? Wir haben gleichzeitig... Stojane hat geschrieben... Hoffe, das Gericht konnte klären, wem ihre Knochen gehören. Geiler Team. Es gibt jetzt ein offizielles Urteil, die Knochen, es ist jetzt besiegelt worden. Laut Gerichtsurteil, die Knochen gehören Khan. So. Kleines bei mir, mit einer Woche jetzt, glaube ich, habt ihr auch meine Instagram-Story mitverfolgen können. Viele haben sich gefragt, ey, was geht jetzt ab? Warum ist die Kleine so lange bei dir? Und. Und ich wollte euch einfach mal zum Jahresende nochmal über das Ganze informieren. So, das wird auch das letzte Mal sein, dass ihr einfach wisst, okay, was ist Stand der Dinge? Ich würde mal sagen, wir fangen einfach an mit dem wichtigsten Thema. Meine Kleine ist gerade am Schlafen. Ich glaube, 22. Dezember, 23. Dezember hat die Kindesmutter mir geschrieben. Hey Khan, willst du die Kleine für eine Woche haben? So. Und normalerweise hatte ich eigentlich einen Flug gebucht. Wir wollten in ein Land fliegen, wollten Content produzieren. Nochmal zum Schluss für den Dezember. Aber ohne zu zögern. Warum macht der Khan den Beat so laut gemacht? Digga, mach doch leise. Mach nach Köln, ja? War es für mich an erster Stelle, Zeit mit meiner Kleinen zu verbringen. Einfach diese ganze Zeit, sage ich mal, nachzuholen, ja. Flug wurde storniert und so weiter. Kann man auf den Januar verschieben, ist kein Problem. Hab mich gewundert, was ist los? Warum kommt die Kleine zu mir? Warum eine Woche? Ich denke mir dann so, okay, vielleicht, also jeder Mensch braucht das mal, eine Auszeit, eine Pause, vielleicht so viel Stress, will einfach mal ab. Chris Bray schreibt, sein Cutter ist bestimmt nicht so gut. Keine Ahnung. Weißt du, wer das ist? Das ist mein Cutter. Wer? Der Chris. Das ist dein Cutter? Ja, der schneidet meine Videos. Zwar immer unpünktlich, aber der schneidet die. Chris? Alle hassen Chris, du weißt. Abschalten, was unternehmen, feiern, reinfeiern, was auch immer, ist mir auch egal. Mir war es einfach nur wichtig, okay, du willst die Kleine geben, bring. Am nächsten Tag hat sie gebracht, das war aber auch genau der Tag, wo
dass der letzte Tag war vom Einkaufen, danach Weihnachten, glaube ich, dies, das, von Samstag bis Mittwoch, danach alles geschlossen. An dem Tag sofort eingekauft, Wagen voll gemacht, Pampers, Stars, Tücher, Geschenke für die kleine Kinder, Ü-IDs und jenes. Hab mich gefreut. Also die Alte hat jetzt einfach gesagt, hier die Tochter, lass die bei dir, aus dem heiteren Himmel, so für eine Woche oder was? Und er hat sich gewundert oder wie? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich hab so verstanden, dass er das Sorgerecht bekommen hat. Den ersten Prozess gewonnen hat somit. So habe ich es verstanden. Alter, ich bin auch neben der Spur ein bisschen. Aber egal, wir gucken weiter. Wie aber weißt du, was ich das wird sich ergeben. Stell dir mal vor, jemand nimmt dein Kind weg. Bruder, dein Kind. Bruder, soll mal probieren. Dann. Egal. Kleine kam, hat 10, 20 Minuten gedauert, bis wir uns wieder angefreundet haben. Sie war so, Mami, Mami. Klar, dauert erstmal wieder, bis die Baba, okay, Baba. Okay, Kira sagt falsch verstanden, Jungs. Kira, mach mal einen schönen Kommentar, bitte. Was ist da? Was ist geschehen? Voila, wir sind gerade wie Sonderschüler. Gucken weiter so. Ging aber recht schnell, dann ist die Kindesmutter gefahren. Die Kleine war hier. Die spielt jeden Tag auf dem Spiel. Okay, die Tochter ist nur eine Woche bei ihm, vermutlich, weil die Mutter feiern will. So. Oder war. Whatever. Das macht Sinn. Okay, ja. Wahrscheinlich ist die jetzt über Silvester, was weiß ich, Türkei, hier schön, keine Ahnung. Ja, Bodrum. Amar ist auch da, keine Ahnung. Komisch, kein Zufall. Amar kann nicht zurückfliegen. Komisch. Ach ja, was geht hier ab? Langsam. Ja, also ist auch sehr ekelhaft, ne? Erst dem die Tochter so zu geben, so für eine Woche, weil die dann feiern will und so. Also meiner Meinung nach muss sie auf jeden Fall das Sorgerecht auf jeden Fall an Kahn abgeben, Digga. So geht das nicht. Platz. Ich habe für sie gekocht, gemeinsam gekocht. Wir haben geweint, sie hat geweint, ich habe geweint, weil ich nicht mehr konnte. Nachts zusammen geschlafen, sie kriegt Albträume, neben mir Flasche geschlafen, war echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich muss sagen, nochmal so zum Jahresabschluss, nachdem ich so viel Scheiße gefressen habe, war es für mich einfach wichtig und richtig, die Kleine bei mir zu haben für diese Woche, mit ihr Zeit zu verbringen. Ja, das ist auf jeden Fall, mein Herz hat es sehr erwärmt, es war sehr wichtig für mich. Und ja, das, ich glaube, freut mich auf jeden Fall, nichts, dass er das nichts, die Chance nichts hatte. Auf dieser Welt hätte mir so viel bedeutet. Naja, also wenn man so immer weit weg von seiner Tochter ist und dann die Möglichkeit hat, eine Woche mit ihr Zeit zu verbringen, so dass die Tochter auch weiß, ey, das ist mein Vater und das ist eine wichtige Person. Also das ist schon eine wichtige Zeit. Gerade jetzt in dem Alter braucht das Kind Vater und Mutter, so, weißt du? Sehr wichtig. Aber auch wie er das sagt, man merkt richtig, dass ja, er das voll fühlt. Ja, das kommt vom Herzen, 100%. Das merkt man richtig. Er hätte mich so glücklich machen können, wie meine Kleine jetzt in den letzten Tagen bei mir zu haben. Genauso auch meine Eltern. Sie haben sich sehr gefreut. Ja, Mann. Und wie gesagt, wir haben jetzt den 30. Wir gehen in den Samstag rein. Und seitdem ist meine Kleine bei mir. Ich darf sie bis zum 1. Januar bei mir behalten. Wir fahren heute Mittag, also Samstag, den 30. zu meinen Verwandten. Ist eine kleine Fahrt von 1,5 Stunden. Und wir werden Silvester dort verbringen, weil da sind auch viele Cousins, Cousinen von ihr. Wir versammeln uns alle dort. Und ich denke mal, ja, das ist eine schöne Sache, wenn sie, ne, ihre andere Familie kennenlernen, sage ich mal, von der Vaterseite, mit ihren Cousins, Cousinen spielt und. Würde ihr auch mal gut tun. Ja, ganz kurz, finde ich natürlich sehr, sehr schön. Das freut mich für Kahn, dass er mit seiner Familie, mit seiner Tochter die Zeit verbringen kann. Wenn wir dran denken, in was für eine schweren Zeit, sorry für die Haare, Freunde, ich war gerade beim Friseur, in was für eine Zeit wir leben. Ja, er hat die Chance, okay, er hat zwar auch seinen Struggle, aber er kann wenigstens seine Tochter sehen. Wenn wir darüber nachdenken, was wirklich jetzt gerade auch auf der Welt abgeht, natürlich jetzt gerade zum Beispiel in Gaza, da gibt es natürlich nicht mehr so die Chance, dass man mit seiner Tochter rausgehen kann und Spaß haben kann mit der Familie. Und da ist Silvester natürlich im vollen Programm auf eine ganz andere Art und Weise. Die Sachen, die dort explodieren, sind keine China-Böller und keine Raketen, die nur in der Luft explodieren. Da hagelt es mit echten Bomben und Raketen, wo tatsächlich Menschen sterben die ganze Zeit. Und ja, Gaza beklagt, was, Entschuldigung. Wir in Deutschland sind so gesegnet. Und ich finde das so schlimm, dass wir das teilweise ja gar nicht schätzen. Bruder, überall auf der Welt ist Krieg. Guck mal Kurdistan, guck mal Ukraine, guck Gaza, guck überall, Bruder, überall ist Krieg. Ja, Bruder, die Frage ist, ob wir jetzt, die Sache, ob wir gesegnet sind, nur weil hier Frieden herrscht, ist halt immer auch relativ, ne? Weil am Ende des Tages finanzieren wir den Krieg. Und das macht uns, finde ich, zu lebenden Leichnam an der Krim. Auch wenn wir dann frei leben und so, aber wir sind auch mitverantwortlich für diese ganze Scheiße, diese ganze Politik für Krieg und für diese ganze Kacke. Ja, und wenn wir bedenken, wie viele Menschen schon gerade in Gaza gestorben sind, also ich
weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber laut UN, glaube ich, sind schon über 20.000 Menschen gestorben. Und das ist, das ist eine Zahl. Oder? Das ist eine Zahl, also ich weiß nicht, in welchem Krieg letzte Zeit so viele Menschen auf einmal gestorben sind, in so einer kurzen Zeit. Also es ist unfassbar, das ist geisteskrank. So palästinensische Menschen, also Palästinenser, die werden einfach als Menschen zweite Klasse irgendwie da behandelt. Natürlich gibt es auch Opfer auf der anderen Seite, keine Frage, und das tut mir auch genauso leid. Aber das ist wirklich, also das, ich sag euch ehrlich, so diese Lage, das macht mir schon gar keinen Spaß mehr, so Silvester zu feiern, so Raketen anzuzünden. Ich selber habe einen so einen China-Böller habe ich. Eine China-Böller habe ich, der ist so groß wie mein Kopf. Einmal so für eine. Der ist wirklich so, Wallah. Also ich habe ihn wirklich. Den habe ich so von einem gekriegt. So, ich habe jetzt keine Raketen gekauft, ich habe keine China-Böller gekauft. Obwohl ich eigentlich in der Vergangenheit oder in der Jugend das auch gerne mal gemacht habe. Aber mittlerweile ist das halt nicht mehr so der Fall. Und ich werde jetzt auch wahrscheinlich, oder gehe ich auf jeden Fall nicht, auch in der Diskothek gleich feiern oder so. Ich will auch jetzt nicht auf voll in den Moralapostel machen, aber es ist halt. An Anbetracht der Lage ist schon schwierig, ne? Wenn man bedenkt, so, wir gehen jetzt hier gleich knallen schwer. Ne, deswegen, wie gesagt, sorry, ich wollte jetzt nicht so komplett abschweifen, aber umso mehr freue ich mich halt für Khan, dass er da halt die Chance hat, seine Tochter zu sehen. Ne? Andere Menschen können das nicht. Gestern hat der Vater noch seine Tochter in der Hand gehalten und am nächsten Tag war das eine Leiche. So schnell kann das gehen und das ist sehr traurig. Müssen viel Dua machen. Und ja, Mann, ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass wir das jetzt so wie Erwachsene klären konnten. Ne? Für mich, also falls ihr euch jetzt fragt, was zwischen uns ist und der Kindesmutter, absolut gar nichts. Habe ich auch gesagt, ey, zwischen uns beiden, also du machst dein Ding, mein Ding. Er hat Khair gemacht. Mehr nicht weniger. Leider hat es echt lange gedauert, dass man so einen Nenner finden konnte. Oder eher gesagt, ne, dass jemand zur Besinnung kommt, dass, also ich möchte niemanden schlecht reden oder sonst was, ich bin einfach nur froh, dass man sich jetzt einigen konnte und ab dem zweiten Jahr. Ja, dass jemand zur Besinnung kommt, sind ja auch 10 Leute im Spiel. Geht ja nur um seine. Keine Neutron. Nun ist sie in der Kita, Wochenende kommt sie zu mir, so haben wir es abgemacht, unter der Woche bei ihr und finde es auf jeden Fall super. Sie ist dann so insgesamt 9-10 Tage bei mir. Jetzt, es war auf jeden Fall wichtig. Es war auch wichtig für die Kleine, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen und dass sie weiß, da ist noch jemand. Ich habe noch jemanden in meinem Leben, der mich liebt, wo ich weiß, ne, dass ich zu ihm kann, dass da noch jemand ist. Die Kleine kann nichts dafür. Die Kleine kann nichts dafür, dass erwachsene Menschen zu doof sind, um sich zu einigen, um sich abzusprechen, ne, vernünftig, um ein Kind zu kümmern. Letztendlich, wir haben so viel Mist gebaut, sei es von ihrer Seite, von meiner Seite, nichts hätte ins Internet Ja, hat er natürlich auch recht. 100%. Man muss aber auch dazu sagen, auch für euch, liebe Freunde, ne, wenn der Tag kommt, wo ihr Kinder kriegt, ne, das ist eine Verantwortung, die ihr tragen müsst, ja. Das ist hier kein Halligalli, lass mal hier einen One-Night-Stand machen, ich nehme Pille und dann ist man schwanger und dann streitet man sich 10 Jahre. Achtet auf sowas. Achtet bitte auf sowas. Natürlich, ne, guckt, dass ihr einen festen Partner habt, wenn ihr wirklich das Ziel habt, zu sagen, ey, wir wollen jetzt Familie gründen. Seid euch im Klaren, dass das jetzt hier nicht einfach so ein ein Hamster ist, den ihr kauft. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Mensch, ist ein Lebewesen, ein Hamster ist auch ein Lebewesen, aber. Aber Bruder, ist dein Kind, Bruder. Beide Elternteile müssen für das Kind da sein. Man muss Verantwortung übernehmen. Wisst ihr, was ich meine? So, und damit ihr gar nicht in so eine Scheiße reinkommt, vernünftig das Handhaben, ihr müsst das Kind ja auch eine Zukunft bieten, ja, das ist es, immer aufpassen oder verhüten, einfach verhüten, wobei ich jetzt hier nicht zu Sinne aufrufen will,
Macht das auch am besten auch nicht, aber ihr wisst, weil ich meine, ich bin auch kein, ich will jetzt nicht den Vater spielen. Ihr bumst sowieso wie die Karnickel. Soll jeder machen, wie er will, nur passt einfach auf. Passt bitte einfach auf euch auf. Getragen werden müssen, ne? Ich kann jedes Mal mit derselben Ausrede kommen. Ich hab mich. Jackie Daytona sagt, was ist mit den Eltern? Ey, Jackie Daytona schreibt, was ist mit den Eltern von den Hamster, denen du das wegnimmst? Bruder, was hast du für Leute drin? Brutal, ehrlich. Auf so Sachen kommen die, ja. Ich schwöre, ey, Jackie, ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Manchmal denke ich genau so. Wenn du zum Beispiel, jemand kauft eine Katze, ein Kollege von mir mag voll Katzen, der kauft so eine Katze. Der hat eine Katze. Ich habe den dann mal gefragt, ich so, Bruder, was ist mit den Eltern von die Katze? Oder hat die keine Geschwister, Jani? Die ist doch ganz alleine, Jani, die weiß doch, vielleicht, weißt du so, irgendwie, haben die nicht auch diese Sehnsüchte zu wohnen, zur Familie, du nimmst einfach Katze weg, so diese Filme, wie man Haustier hat, ich weiß es nicht. Hast du gar keine Haustiere? Ich hatte einen Hamster, der ist gestorben. Warum? Seine Mutter hat den umgebracht. Wie, der war doch nicht da. Ja, hör mal zu, ich hatte Hamsterfamilie. Ne? Auf einmal, ich war noch klein. Auf einmal, dieser Hamster hat seine Kinder gefressen. Ich schwöre. Ey, kein Witz, Bruder. Was? Das war so ein Zombie-Haustier. So ein Zombie, Dingens. Was für ein Tier, habe ich gesagt? Name. Bruder, Hamster. Hamster, meine ich doch. Bruder, ich schwöre euch. Hast du den nicht gefüttert? War das gute Frage? Ich war noch klein. Guck mal, ich war... Bruder, welcher Hamster frisst andere Hamster? Der hat seine Kinder gefressen. Ich schwöre, Jeffrey Dahmer, Hamster-Style. Ich schwöre, Bruder. Ey, guck mal, ohne Witz. Ich hatte einen Hamster, als ich klein war, ne? Und, so zwei so Hamster-mäßig. Die hatten Kinder und so. Auf einmal, ich guck so, die hatte voll viele Kinder plötzlich. So irgendwann. Und dann auf einmal so 7, 8 Stück waren tot. Angefressen, angebissen. Ich dachte, wow, was ist das? Ich schwöre, kein Witz. Ich war noch so klein selber, weißt du? Ich dachte, was geht hier ab? Die schreibt einfach jemand, die essen ihre Kinder immer, wenn sie gestresst sind. Als ob Hamster ihre eigenen Kinder fressen. Das geht doch nicht, ist das wirklich so, wenn die gestresst sind, die essen Kinder? What the fuck, Digga? Jeffrey Hamster schreibt einfach oben. Die sagen, ja, machen die so Egoismus, bevor die, wenn die zu wenig Platz und so. Mäuse auch. Digga, ich war voll verwirrt. Ich wusste jetzt nicht, was. Ich hab Angst gehabt, meiner Mutter das zu sagen, weil ich dachte, wenn ich das meiner Mutter sage, das sind 8 Töten, dachte ich vielleicht, ich hab die umgebracht. Weil, komm, erzähl mal, meine Mutter, ein Hamster hat seine Kinder gefressen. Nee, glaubt ihr das? So, wir sind so Kanaken, keine Ahnung, von Haustiere. Wir haben einfach so Hamster mal geholt, weil süß. Ich hab immer so diese Vögel gehabt. Wie heißen die, die so reden? Hast du gegessen? Nein, Bruder, ich hab immer, wenn meine Mutter hat immer gesagt, mach Käfig sauber. Diese Wellensittiche. Die hat immer gesagt, mach Käfig sauber. Und die hat immer gesagt, mach draußen sauber, weil drinnen wird doch dreckig. Ja. Ich bin immer zu Balkon gegangen, ich wollte diese Käfig sauber machen. Von Papagei. Wellensittich. Aber Wellensittich reden nicht. Doch, die reden auch. Mit wem reden die? Die reden mit mir. Like, Walla, die reden mit mir. Also, auf, die einmal, ich gehe raus, ich mache sauber, Bruder, ich mache diese Käfig auf, die fliegen weg, weil ich habe vergessen, dass die fliegen können. Und Walla, das ist mir dreimal passiert. Ich habe dreimal vergessen, dass die fliegen. Und dann sind immer so weggeflogen. Ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt, Bruder, ne? Aber. Bruder, denn? Auf jeden Fall, Freunde, so, das war meine einzige Erfahrung so mit Haustier, wo ich doch klein war, Hamster, auf einmal der killt alle. Ich habe gedacht, Bruder, ich habe John Rambo nach Hause gebracht, Digga. Lass mich in Ruhe damit. Danach wollte ich nie wieder Haustier haben. Schon verteidigt, ich habe nur das und das widerlegt. Nein, Bullshit, Digga. Letztendlich wünsche ich könnte von Anfang an für sie da sein, aber besser spät als nie, sage ich mal so. Ich habe einiges nachzuholen und ja, ich freue mich. Das auf jeden Fall zum Thema zu Kleinen. Dann machen wir weiter. Ich war jetzt vor kurzem, ich glaube, das war, ja, 18. Dezember, weswegen ich auch nicht nach Tokio fliegen konnte mit ABK. Das war ja abgemacht, die wollten dort Content produzieren, wurde auch wieder abgesagt in meinem Gerichtstermin. Ja, ich war in Duisburg, habe ein fettes Schreiben bekommen. Das war ja unser erster Prozess. Was ist passiert? Wie ging er aus? Erstmal dazu, was wurde mir vorgeworfen? Ich lese einfach mal kurz ein paar Sachen vor. Hier sind wirklich ungelogen, ich glaube wirklich 50 Blätter. Ich lese nur ein paar Punkte vor.
so, ne, um euch Klarheit zu verschaffen. Ich nehme auf jeden Fall mehr Bezug zum Urteil des LG München. Und zwar habe ich meinem Anwalt gefragt, wie das Ganze ausschaut, sowas zu veröffentlichen. Er sagte ja, bei einem Prozess und vor dem öffentlichen Prozess und wenn man den gewinnt und wenn man das so ist und wenn der so abläuft, man darf auf jeden Fall den ins Internet austragen. Da gibt es auf einer Internetseite, ne, so ein Urteil und daran halte ich mich auf jeden Fall. Und deswegen, Leute, ich darf keinen Vor- und Nachnamen erwähnen, keine irgendwie intimen Sachen oder sonst was, ne? Ich erzähle einfach nur, wie es abgelaufen ist, sag das, was mir vorgeworfen wird. Dann fangen wir einfach mal an. Ja, was haben wir denn hier? Einstweilige Verfügung, ne, gegen hier Kahn, Jo Sechar. Wir haben vier Punkte. Punkt 1. Dem Antragsgegner wird untersagt, Bilder, Videos und Inhalte, die die Antragstellerin zeigen bzw. betreffen, auf Seiten und Plattformen im Internet zugänglich zu machen und zu verbreiten, soweit nicht eine Einwilligung der Antragstellerin vorliegt. Das bedeutet, ich soll Bilder und Videos von ihr veröffentlicht haben. Ne? So, Punkt 1 halten wir fest. Dazu komme ich noch. Punkt 2. Der Antragsgegner wird angewiesen, Videos und Bilder und Inhalte, die die Antragstellerin zeigen bzw. betreffen und bereits ohne ihre Einwilligung veröffentlicht wurden, soweit möglich von den entsprechenden Seiten und Plattformen im Internet zu nehmen. Ja? Da nochmal, wenn ich das gemacht habe, ich muss sie alle rausnehmen, halten wir fest. Punkt 3. Dem Antragsgegner wird im Fall der Zuwiderhandlung gegen das in Ziffer 1 und 2 ausgesprochene G- und Verbot ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000 Euro ersatzweise für den Fall, dass dieses... Genau, diese 250.000 Euro Unterlassungsklagen, diese Filme kenne ich auf jeden Fall von den Briefen, da steht auch immer 250.000 und so ein Scheiß. Wenn es nicht beigetrieben werden kann, die Anordnung von Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten angedroht, ja. Das heißt, wenn ich Punkt 1 und 2, was ich eben vorgelesen habe, mit den Bildern und Videos, wenn ich nicht aufhöre, das zu posten und den nicht rausnehme, muss ich 250.000 Euro, also bis 250.000 Euro Geldstrafe zahlen. Wenn ich das nicht zahlen kann, bis 6 Monate Haft. Punkt 4, der letzte Punkt, der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. Der Verfahrenswert wird auf 3.333,33 € festgesetzt. Halten wir fest. So, erstmal kurz gefasst, mir wird vorgeworfen, dass ich Bilder von ihr und Videos veröffentlicht haben soll. Ja? InstaFX hat ihre Bilder und Videos veröffentlicht. Habe ich die veröffentlicht? Sie sagt ja, ich hätte das dahin geschickt. Nein. Das hat der Kahn nicht gemacht. Das stimmt. Das hat die Seite gemacht. Um Gottes Willen. Ich habe mit all meinem Leben versucht, sie aus dem Internet, also mit ihrem Gesicht fernzuhalten. Deswegen habe ich auch immer gesagt, lösch dein Instagram. Nimm wenigstens die Bilder raus, mach privat. Und wenn sie der Meinung war, nö, ich bleib öffentlich und jeder auf meine Bilder, ja, zugreifen kann, und InstaFX auf diese Bilder kommt oder deine Freundinnen es hier schicken, ja? Oder deine Hochzeitsbilder, die ich angeblich geleakt habe, was oben im Frauenbereich passiert ist, was deine Mädels fotografiert haben, was nur sie weiterschicken konnten, die Bilder, die ich nicht mal ich hatte, ja? Wenn diese Bilder rumgehen, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du auf deinen Ehemann, Ex-Ehemann nicht gehört hast, der gesagt hat, lösch dein Instagram, nimm wenigstens die Bilder raus, sonst werden höchstwahrscheinlich Bilder von dir rumgehen und das willst du nicht. So, und... Ja, das ist halt der Punkt, zum Beispiel, wenn jetzt einer wie Kahn oder ich oder wer auch immer irgendwann so eine Perle hat und diese Perle halt ist halt, die checkt halt nicht, was unser Beruf ist, dass wir auch bekannt sind. Die denkt, die kann machen, was die will und ich habe Fotos hier und wenn dann einer sagt, ey, hör mal zu, Schatz, ich bin zum Beispiel bekannt, diese Bilder werden dann extrem rumgehen, aus Grund von Leuten, die interessiert sind an dieser ganzen Geschichte, bleib ein bisschen verdeckt. Nicht im Sinne von Schleier, sondern verdeckt im Sinne von Öffentlichkeit. Bleibt, mach mal einen ruhigen. Die glauben das nicht. Die denken, man erzählt irgendeine Scheiße. Wahrscheinlich war es bei dem auch so. Da hat die Alte sich gedacht, nee, ich mache das denn los? Ja, und dann hat er ja gesehen. Die Bilder gehen plötzlich rum, weil der Fokus auf Kahn ist. Und dann will man halt wissen, okay, wer ist seine Frau? Was macht die? Und dann gehen die Bilder einfach rum. Ohne, dass man als Person dann famous. Weil man zu dieser bekannten Person einfach gehört. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt gefährlich. Und davor wollte Kahn sie warnen und sie hat halt nicht gehört, ne? Und jetzt soll es heißen, ich hätte diese Bilder und Videos veröffentlicht. Stimmt nicht. Du warst nur auf YouTube zu sehen, weil du es selber wolltest. Man hat deine Stimme gehört. Du hast mir sehr viele Videoideen gegeben. Du hast gesagt, lass uns vloggen, lass uns da hinfahren. Holland war auch deine Idee, Remont, bla bla bla. So, das heißt, ich habe noch nie was von dir veröffentlicht. Das heißt, ich kann auch nicht irgendwie es unterlassen, etwas von dir zu veröffentlichen, weil es nicht stimmt. Von daher machen wir weiter. Und zwar mit den Punkten, was du geschrieben hast. Und zwar, Leute, gibt es hier zum Beispiel Dienstag um die Uhrzeit, Mittwoch um die Uhrzeit, Freitag diese Uhrzeit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte gibt es hier, ja? Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, die ich vorlese.
worauf ich eingehe, was sie behauptet, was wichtig ist, was ich euch später erkläre, für den Prozess und. Ja, der erste Tag, hier wird geschrieben, am um 17 Uhr hatte ich meinen Ehemann, Kanye Wasacha, darum gebeten, mir die Erlaubnis zu geben, bei meinen Eltern zu übernachten. Meine Intention war, es mit meiner Familie Zeit zu verbringen und für den gemeinsamen Haushalt Gardinen anfertigen zu lassen. Der Beschuldigte wurde wütend und äußerte, dass ich meinen Ehemann nicht alleine schlafen lassen dürfe, weil die Gefahr bestand, dass er fremdgehen könne. Die Respektlosigkeit des Beschuldigten hatte ich versucht zu verdeutlichen und fing an zu weinen, ja. Also wieder hier versucht sie anzudeuten, was ich auch gar nicht verstehe, wie man so etwas dem Gericht erzählen kann, was eigentlich gar keinen juckt, auch wenn es gelogen ist, also selbst wenn es der Wahrheit entsprechen würde. Ja, nee, sie sagt dem Gericht, er hat mir gedroht, fremd zu gehen, wenn ich bei meinen Eltern schlafe, so. Was juckt das denn dem Gericht, wenn ein Ehemann dir mit so etwas droht, dann hast du ihn zu verlassen? Was juckt das? Ja, ich sag euch, was das Ding ist. Menschen versuchen das. Jackie, ich habe gerade auch drin, Fremdgehen ist betrügen. Menschen machen sowas, um jemanden zu manipulieren.